Ordnungspunkt ist die Kollegin Karin Strenz für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein ganz persönlicher Blick zurück in meine eigene Vergangenheit. Aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Ich war 9 oder vielleicht 10 Jahre alt, als sich in meinem Zuhause die Sportlehrer meiner Schule die Klinke in die Hand gaben. Da saßen sie nun und redeten auf meine Eltern ein. Ja, ich war, die Betonung liegt natürlich auf wahr, eine echte Sportskanone. Selbst die Jungs 2 Klassenstufen höher konnten mich im Lauf nicht einholen. Chancenlos. Dafür stieg allerdings die Chance, akquiriert zu werden als junger Kader für die KJS. Das Zauberwort für Kinder- und Jugendsportschule. Mein Vater, stolz wie Bolle auf seine Lütte, gebauchpinselt durch Vaterstaat, war begeistert. Meine Mutter, immer darauf bedacht, ihr Kind zu behüten und zu beschützen und auch nicht so früh aus der Familie zu geben und zu entlassen, hat den familieninternen Machtkampf gewonnen. Die kleine Karin, ohne Ahnung, ging weiter in ihre Sport-AG an 3 Nachmittagen die Woche und lief fröhlich, unbeschwert weiter anderen davon. Wovor ich in Wahrheit bewahrt blieb, war mir derzeit natürlich komplett verborgen geblieben. Heute bin ich unendlich dankbar, dass mir das Schicksal der Dopingopfer aus dem DDR-Staatsplan 1425 erspart blieb. Unfassbar, dass dieses Regime noch nicht mal bei Kindern und Jugendlichen Halt gemacht hat, lebensbedrohliche, lebensvernichtende Maßnahmen ergriff, mit dem Wissen, dass sie den Menschen und die Seelen zerstören, nur um bei Spielen in Gold zu glänzen. Was passiert wäre, wenn bei mir die Entscheidung ein anderes Ende gefunden hätte, ist uns durch die vielen, vielen überaus schweren Schicksale von Sportlern, die in der Vergangenheit systematisch auf Befehl der DDR-Führung gedopt wurden, nun glasklar geworden. Wir haben eine schreckliche Bilanz zu verzeichnen, die in unseren Augen erneut dringenden Handlungsbedarf erfordert. Wenn nicht gleich unmittelbar, dann wurden die vielen gesundheitlichen Folgen erst später oder auch sehr, sehr, sehr viel später erst ersichtlich. Das Gravierende, gar Menschenverachtende daran, die gefährlichen Dopingmittel, die zur enormen Leistungssteigerung führen sollten, wurden den Athleten nicht wissentlich verabreicht. Sie hatten schlicht und ergreifend keinen blassen Schimmer davon, welche qualvollen Konsequenzen ihre große Freude am Sport für ihr Leben noch haben sollte. Das ist zutiefst bitter. Umso wichtiger ist es, dass wir den zahlreichen Opfern jetzt zügig unter die Arme greifen. Dies wollen wir mit der heutigen Verabschiedung des 2. Doping-Opferhilfegesetz auf den Weg bringen. Wenn wir heute von Staatsdoping sprechen, dachten wir zumindest bis vor kurzem, dass dieses Vorgehen ein Relikt aus vergangenen Zeiten wäre. Doch erst jüngst wurden wir bedauerlicherweise eines Besseren belehrt. Währenddessen wir uns mit der Aufarbeitung und Anerkennung befassen, stehen andere erst vor der Realisierung eines noch nicht abzusehenden Scherbenhaufens. Ein Beispiel: Russland hat zwar erste Konsequenzen gezogen, doch noch kennen wir die Tragweite des Ausmaßes nicht. Das ist zweifellos ein schmerzhafter Paukenschlag für den internationalen Sport, der, sollten sich die Vorwürfe so bewahrheiten, noch lange und vor allem im wahrsten Sinne des Wortes tief in den Knochen stecken wird. Die Verantwortlichen richten einen unermesslichen Schaden für diesen unseren internationalen Sport an, den wir lieben und der uns schon über Generationen hinweg begeistert hat. Das ist nicht hinnehmbar und es ist schändlich, vor allem gegenüber den fairen und den sauberen Sportlern. Wir sollten uns die Frage stellen, was die Teilnahme an den Olympischen Spielen überhaupt für einen Sportler, der ehrlich und fair mit seinen Mitstreitern um den Sieg ringen will, bedeutet. Ich denke, für viele ist es das Ereignis schlechthin. Es ist eine wahrhafte Lebensleistung. Die emotionale Bedeutung sollte in keinem Fall unterschätzt werden, denn bis ein Sportler diese einzigartige Chance erhält, an so einem Event teilzunehmen, bedeutet, einen steinigen Weg zu bestreiten, einen langen, anstrengenden Kampf hinter sich zu lassen. Nur die Besten der Besten werden sich hier miteinander messen können. Wer das geschafft hat, kämpft schließlich um das ganz, ganz große Los. Ein Platz auf dem Siegertreppchen. In der feierlichen Zeremonie einmal im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Für seine außerordentlich besondere Leistung vor den Augen von Millionen Fans daheim geehrt zu werden. Was muss das für ein besonderes und verdientes Gefühl für denjenigen sein? Leider reicht es nicht immer für Platz 1 ganz oben. Wer knapp daneben liegt, der muss es auch verkraften. Aber umso gewaltiger muss doch die Enttäuschung sein für eben diesen ehrlichen Athleten,
wenn er dann im Nachhinein erfährt, dass er diese Würdigung doch verdient hätte, da der vermeintliche Sieger des Dopings überführt wurde. Schlimmstenfalls liegt dann irgendwann die Medaille und ein nettes Schreiben mit den Worten herzlichen Glückwunsch und mit tiefem Bedauern lieblos im Briefkasten. Doch das unglaubliche Feeling einer Siegesfeier bei Olympia, das, wofür man so lange gekämpft hat und den Menschen in Erinnerung bleibt, ist vergangen und unwiederbringlich. Für solche Fälle müssen wir alle zusammen ein angemessenes Zeremoniell erfinden, kreieren, um die Würdigung der Leistung noch einmal in den Mittelpunkt zu stellen. In 9 Wochen ist es wieder soweit. Am 5. August beginnen die Olympischen Spiele in Rio und ich hoffe, dass bis dahin die Verantwortlichen der jüngsten Vorfälle angemessen sanktioniert werden. Viel zu oft fehlt genau hier die Durchschlagskraft für eine angemessene Bestrafung. Wer in Deutschland hingegen betrügt, indem er verbotene Substanzen zur Leistungssteigerung zu sich nimmt, muss durch die Verabschiedung des Anti-Doping-Gesetzes, das wir Ende vergangenen Jahres hier beschlossen haben, mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Deutschland nimmt seine Aufgabe ernst, Manipulation und Betrügerei im Sport zu bekämpfen. In diesem Zusammenhang gehört auch eine ehrliche und konsequente Aufarbeitung dazu. Gesundheit. Wir wollen unseren Beitrag für die Integrität des Sports, vor allem für einen sauberen Sport, leisten. Wir müssen im Übrigen alle unsere Höchstleistungen erbringen, im Job wie im Alltag. Und Doping gehört nicht dazu.